Hallo und willkommen hier beim Marbacher TV. Heute möchte ich euch im neun Geheimnisse einweihen, die nur Rollstuhlfahrer wissen. Also, genau aufgepasst. Marbacher TV. Nummer 1. Rollstuhlfahrer wissen immer zuerst, wer in ihrer Umgebung einen offenen Hosenstall hat. Nummer 2. Man braucht keine Beine, um zu tanzen. Wer atmen kann, kann tanzen. So geht's. Nummer 3. Rollstuhlfahrer kennen jedes Schlagloch und jeden Sprung im Asphalt beim Vornamen. Nummer 4. Rollstuhlfahrer wissen genau, was es eine Hölle auf Erden gibt. Sie heißt Kopfsteinpflaster. So schaut's aus. Nummer 5. Das tägliche Rennen von der U-Bahn zum Lift. Man verlässt die U-Bahn, überholt noch schnell zwei Jugendliche, schneidet einen Kinderwagen und zwickt sich vor einem alten Mann rein, um ja der Erste zu sein beim Lift. Dieser Rausch des Extreme Wheelchairings. Genial. Nummer 6. Nicht nur Menschen führen oft ein Doppelleben. Nein, manche Räume hat man auch ein Doppelleben. Behindertentoiletten. In ihrem zweiten Beruf sind sie oftmals Abstellkammer. Nummer 7. Wenn du als Rollstuhlfahrer jemanden auf die Ferse fährst, der vor dir steht, passiert meistens Folgendes. Fährt sogar hin. Bumm. Und dann die Person vor dir. Dann kommt meistens nach dem Schmerz die Wut. Die Wut bringt die Person dann dazu, dass sie sich umdreht und dem Verursacher des Schmerzes die Hölle heiß machen möchte. Also, du blöd! Oh. Oh, bitte Entschuldigung. Ich sage euch, keine Garantie drauf, aber ich würde sagen, es funktioniert jedes Mal. Nummer 8. Kinder dürfen immer schauen und alle Fragen stellen. Erwachsene, die sollten die Fragen stellen, wie sie auch selbst beantworten würden. Nummer 9. Geht nicht, gibt's nicht. Es sei denn, es gibt nur Stufen. Das war's für die Woche. 9 Geheimnisse, die nur Rollstuhlfahrer wissen. Und ihr jetzt auch. Solltet ihr Rollstuhlfahrer kennen, fragt sie, ob ich recht habe, ob sie das alles auch wissen, beziehungsweise ob sie auch noch andere Geheimnisse haben. Und wenn ihr Rollstuhlfahrer seid und ihr habt auch ein paar Dinge, die ihr noch mitteilen möchtet, gebt sie mir hier in die Kommentare. Würde mich interessieren, was es noch so alles gibt, was nur wir wissen und die anderen nicht. Und findet ihr nicht auch, wir sollten unser Wissen teilen? In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, habt es fein, wir sehen uns nächste Woche wieder am Freitag und wer es nicht erwarten kann, am Montag gibt es wieder einen Montagswitz. Also, Marbacher TV abonnieren und informiert bleiben. Bis dahin, Baba.